Reden wir über politische Kommunikation. Professor Hans-Matthias Keplinger, guten Abend. Sie sind Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mainz. Ja, guten Abend. Professor Keplinger, wie würden Sie denn die Kommunikation von Politik nach diesen Landtagswahlen benoten, wenn Sie Noten zu vergeben hätten? Verfallen Politiker wieder in einen alten Fehler und reden über die Köpfe von Wählern hinweg? Sie machen den Fehler, dass Sie sich nicht ernsthaft mit den Ursachen der Wahlausgänge auseinandersetzen und sozusagen ein Globalmotto erfunden haben, anders kann man das nicht nennen, ein Globalmotto erfunden haben, das heißt Zustimmung zur Flüchtlingspolitik. Das heißt, Sie nehmen den Wähler nicht ernst, sagen Sie, das heißt, Sie ziehen keine Konsequenzen oder Sie sprechen die Bürger nicht richtig an? Im Grunde sprechen Sie die Bürger nicht richtig an und Sie täuschen sich und andere über die wahren Ursachen. Nehmen Sie das Beispiel des Wahlausgangs in Baden-Württemberg. Da sind immerhin fast 70.000 ehemalige grünen Wähler zur AfD übergelaufen. Da kann man nicht sagen, das ist eine Bestätigung der Politik, die Frau Merkel und die Bundesregierung macht. Ist das ein Phänomen, was neu ist? Eigentlich nicht, ne? Das ist ein relativ neues Phänomen, dass es eine solche Übereinstimmung in der politischen Elite und in den Medien gibt, bestimmte Probleme besser nicht zu behandeln. Woran liegt das? Liegt das an der AfD? Nein, das liegt daran, dass im Grunde die Flüchtlingsthematik ja einen allgemeinen politischen Hintergrund hat, dass es im Grunde doch ja auch die Möglichkeit, den ehemaligen grünen Traum, auch Teile der Linken, den Traum von einer multikulturellen Gesellschaft durch die Hintertür einzuführen. Darüber möchte man nicht gerne reden. Und es ist im Hintergrund auch ein Konflikt zwischen zwei Machteliten in der Politik einerseits und in den Medien andererseits, die im Grunde folgende Konfliktlinien haben. Die, sagen wir, intellektuelle Linie in beiden Abteilungen hat durch den Zusammenbruch des Kommunismus ihre moralisch fundierte Meinungsmacht verloren. Und die Willkommenskultur ist eine Möglichkeit, diese moralisch fundierte Meinungsmacht wiederherzustellen. Das steht im Hintergrund und deshalb sprechen viele nicht gern über die Details. Also das heißt, Sie sehen das bei den Medien, dass die versuchen, sozusagen Meinungsmacht aufzubauen, nicht über Details zu sprechen, sondern nur so allgemein das Thema zu adressieren? So ist es, ja. Das heißt sozusagen, das ist das Thema, wo wir uns moralisch wohl beifühlen, aber nicht wirklich sagen, was tatsächlich übel dabei ist. Ja, das ist nur eine Sache der Medien oder auch eine Sache, was wir auch Politiker, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, unehrlich kommunizieren? Ja, ich sagte ja, das ist ein gemeinsames Interesse von großen Teilen der Politik und großen Teilen der Medien, die sozusagen hier an einem Strang ziehen. Und das ist der Grund, weshalb 53% der Bevölkerung im Dezember der Überzeugung waren, dass die Medien über die Flüchtlingskrise nicht wahrheitsgemäß und tatsachenkorrekt berichten. Dann hat Sie der Wahlausgang der drei Landtagswahlen eigentlich nicht überrascht? Nein, überhaupt nicht. Die AfD wünscht sich jetzt einen etwas unideologischeren Ansatz der Medien mit Ihnen. Das hat Frauke Petry gestern gesagt in der Bundespressekonferenz, als ein Reporter Sie gefragt hat, was Sie über das Wort Lügenpresse denke. Können Sie das verstehen? Ich kann das verstehen, aber aus einem Grund, der Frau Petry wahrscheinlich nicht gefallen wird. Sehen Sie, die Wähler der AfD sind ja Protestwähler. Und in dem Maße, in dem die Medien diese AfD und ihre Wähler diskreditieren, fühlen diese Protestwähler sich in ihrem Urteil bestärkt, dass die Medien der Wahrheit nicht wirklich Platz machen, nicht Platz geben. Das führt genau zu dem Gegenteil von dem, was die Medien mit dieser Vorgehensweise bewirken. Richtig wäre das Gegenteil. Richtig wäre es, schlichtweg die Parlamentarier jetzt der AfD zu fragen, bitte sagen Sie uns, wie wollen Sie das Problem lösen? Nennen Sie das genau im Detail und dann reden wir drüber. Das mit dem Reden darüber, das scheint ein bisschen schwierig zu sein. Frauke Petry hat jetzt zweimal einen Morgenmagazin-Auftritt im ZDF nicht wahrgenommen, aus welchen Gründen auch immer, das werden wir nicht wissen. Aber dürfen Medien denn die AfD rechtspopulistisch nennen oder nicht? Sie können das machen, das ist nur ziemlicher Unsinn.
weil es nicht zielführend ist. Das ist eine persönliche Meinung, führt nur dazu, dass die Menschen, die der AfD nahestehen, dazu zähle ich mich ausdrücklich nicht, dass die Menschen, die der AfD nahestehen, sich in ihrem Urteil bestätigt fühlen, dass ihnen Unrecht widerfährt. Professor Hans-Matthias Kepplinger, vielen Dank heute Abend für Ihre Analyse und einen guten Abend nach Mainz. Gern geschehen.